Hallo, willkommen zu meinem dritten Video zum Thema Konstruktion eines gleichschenkeligen Dreiecks. Wir haben jetzt wieder eine etwas andere Angabe und daher noch ein Video zu diesem Thema. Hier haben wir die Seite C und die Seite A gegeben. Also zwei Seiten kennen wir und in Wirklichkeit kennen wir aber sogar drei Seiten, weil wir wissen, dass die Seite A und B gleich lang sind. Daher wissen wir, dass B ebenfalls 7 cm lang ist. Daraus ergibt sich der Seite-Seite-Seitensatz, was einer der leichtesten Konstruktionsvarianten ist. Wir fügen einfach die richtig abgemessenen Seiten so lange zusammen, bis sie in den Eckpunkten zusammenfinden. Mit dem Geodreieck und dem Zirkel sieht es dann so aus. Wir markieren wieder in unserer Skizze die Angabe und überlegen uns einen Konstruktionsgang. Der Konstruktionsgang des Seite-Seite-Seitensatzes ist einfach. Ich zeichne unten die Seite C und schlage von den Eckpunkten A und B aus die Längen der Seiten A und B ab. Und im Schnittpunkt erhält man den Eckpunkt C. Das machen wir jetzt. Wir zeichnen die Seite C mit 4 cm. Dann schlagen wir die Seite A und B ab. Dazu spanne ich den Zirkel auf 7 cm steche in den Eckpunkt B ein und schlage von dort aus die Seite A ab. Danach schlage ich die Seite B ab, indem ich in den Eckpunkt A einsteche. Zum Schluss verbinde ich noch Eckpunkt B mit C und auch Eckpunkt A mit C und fertig ist mein Dreieck. Ich beschrifte es noch und kontrolliere es.